Mir geht es ja beim Malen eher darum, Ausdruck zu finden für das, was in mir vorgeht oder für das, was sich so angestaut hat, ohne dabei nachzudenken und ohne mich anzustrengen. Das Schöne an dem vor sich hin malen ist, dass es ja auch so ein bisschen wie eine Meditation ist, dass ich ganz bei dem bin, was da auf dem Papier passiert und dass ich dann aufhöre nachzudenken über das, was vorhin war oder was ich morgen zu tun habe, sondern dass ich eben wirklich ganz in dem Moment bin und einfach zugucke, was da auf dem Papier passiert. Ja, ich gucke einfach zu, was da auf dem Papier passiert, ohne das jetzt bewusst zu beeinflussen, ohne jetzt etwas Bestimmtes darstellen zu wollen, sondern einfach gucken, was passiert und aus dem, was passiert, ergibt sich wieder der nächste Impuls. Das geht auch sehr gut mit Aquarellfarben, die ich jetzt benutze. Also ich dachte früher immer, dass Aquarell immer so seicht und soft ist, aber ich habe gemerkt, dass das gar nicht stimmt. Man kann damit auch sehr kräftig malen. Das kommt natürlich darauf an, wie man die benutzt. Ich mache das auch nicht immer so, wie es gedacht ist oder wie jetzt andere die benutzen würden. Ich glaube, vielleicht würden einige Aquarellkünstler auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie sehen würden, wie ich die Aquarellfarben benutze. Denn ich glaube, ich habe mal gehört, also auf keinen Fall sollte man direkt aus dem Napf die Farbe nehmen, sondern immer schön erstmal mit Wasser sich so eine Pfütze anrühren. Aber ich liebe es auch einfach direkt in die Farbe zu gehen mit dem Pinsel. Und ich finde, man kann da so tolle unterschiedliche Farbintensitäten und Verläufe und so Farbeffekte erzielen, wenn man eben gerade in diese wässrige, noch nasse Farbe wieder reingeht mit fast trockener Farbe. Ja, also ich habe Aquarellfarben wirklich zu schätzen gelernt. Ich hätte früher nie gedacht, dass man so viel damit machen kann. Thank you.
ich immer beim Malen fast immer beim Malen benutze, ist hier so ein wasserlöslicher Graphitstift. Der ist von Koh-i-Noor, ein Aquarell-Graphitstift. Damit kann man auch richtig viel machen. Den kann man eben entweder nass verwenden oder ich mache sogar so, dass ich direkt mit diesem Stift in die Farbe gehe und dann auf das noch nasse Papier male. Das ergibt, finde ich, auch so richtig tolle Effekte, weil die Linie eben zum Teil kommt so ein bisschen was von dem Graphit durch und es nimmt aber dann auch diese nasse Farbe mit und es vermischt sich dann alles so ein bisschen ineinander. Und das alles auf dieser kleinen Linie, die ich da ziehe. Also ich liebe es, wenn sich alles so ein bisschen vermischt und auf dem irgendwas passiert, was ich nicht vorhergesehen habe. Und ich dann einfach überrascht bin und so durch Zufall irgendwas total Spannendes auf dem Papier passiert. Manchmal ist es natürlich auch so, dass man dann denkt, oh, hätte ich jetzt bloß das nicht gemacht, weil es irgendwie dann doch nicht so toll aussieht, wie man es vielleicht doch gehofft hatte. Oder manchmal ist auch die Frage, wann ist es gut? Wie viel male ich jetzt noch dazu oder was kommt als nächstes? Und manchmal bereue ich dann auch irgendwie eine Linie oder irgendwas, was ich dazu gemalt habe. Aber dann geht es halt auch darum, das Beste draus zu machen. Und dann vielleicht zu überlegen, wie kann ich das jetzt ist es so, jetzt gebe ich nicht auf und mal ein neues Bild, sondern ich lasse es vielleicht erstmal trocknen und gucke mir das dann später nochmal an und überlege, was kann ich denn jetzt da noch machen, was könnte jetzt irgendwie das wieder harmonischer machen oder für mich schöner. Also auch wenn es beim Malen mir nicht darum geht, um das Ergebnis direkt. Also ich male jetzt nicht, um ein schönes Bild zu malen, sondern ich male eben dann hauptsächlich um, ja, weil es mir Spaß macht oder weil ich mich in dem Moment wohlfühle. Aber ich freue mich natürlich trotzdem. Ich habe es natürlich trotzdem lieber, wenn nachher ein Bild entstanden ist, was ich gerne an oder auch zu Ruhe gekommen bin. Thank you.
Ja, so sieht es jetzt bisher aus. Ich finde, man sieht schon so ein bisschen, spiegelt es schon so ein bisschen diese Unruhe. Ich nehme jetzt meine Buntstifte. Das sind die Polychromos von Faber-Castell und werde jetzt mit den Buntstiften noch wieder die Flächen und das Bild so dementsprechend bearbeiten, um da noch doch wieder ein bisschen mehr Ruhe und Struktur reinzubringen. Mir ist es so ein bisschen zerpflückt. Wie gesagt, das spiegelt ja eigentlich ganz gut das wider, was so in meinem Kopf los war, eben durch zu viele verschiedene Reize, Gedanken und mir ist es so ein bisschen grisselig und zerpflückt. Und ja, ich werde jetzt hier so ein bisschen flächiger malen und versuchen, dass damit so ein bisschen mehr, dass es so ein bisschen mehr getragen wird, so diese einzelnen Flecken und Farbkleckse. Ja, versuchen ein bisschen Ruhe und ein bisschen Stabilität da reinzubringen. Und ja, mit den Flächen so ein bisschen das zusammenzuhalten. Ja, ein bisschen mehr Zusammenhalt da reinzubringen. Es ist ja auch so, wenn man ein Bild ansieht, dann sucht das Auge ja auch immer so ein bisschen so eine Richtung. Und wenn das so aus vielen einzelnen Elementen besteht, das Bild, dann ist das Auge oder ist man beim Anblick so ein bisschen überfordert, wenn man gar nicht weiß, wo man hingucken soll. Und ja, das versuche ich jetzt eben durch diese etwas flächigen, aber trotzdem auch leichten Farben, versuche ich dem Ganzen ein bisschen mehr Halt und Stabilität zu geben, damit man eben auch, ja, damit der Betrachter oder das Auge ein bisschen mehr gelenkt und gehalten wird. Es ist angenehmer, auf das Bild zu gucken, wenn man ein bisschen verweilen kann und das Auge, der Blick über das Bild geleitet wird, getragen wird. Ja, dann könnte man natürlich auch noch wieder anfangen, die Flächen weiter auch zu füllen mit Linien, Kreisen, Mustern oder was auch immer gerade in den Sinn kommt.